Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit einer bestimmten Eigenschaft von Fusion 360 eine Menge Zeit und Arbeit sparen kannst, nämlich den sogenannten Parametern. Das klingt jetzt erstmal vielleicht etwas ungewohnt und schwierig, ist es aber gar nicht. Ein Parameter ist sozusagen ein Wert, der hinter einem Namen verborgen ist. Also anstatt, dass du zum Beispiel für eine Zeichnung den Durchmesser in einen Millimeterwert angibst, sagst du vorher, dass es einen Wert Durchmesser geben soll, den nennt Fusion Parameter, und dort speicherst du deinen Millimeterwert und in der Zeichnung gibst du dann nicht die Millimeter an, sondern nur das Wort Durchmesser und Fusion nimmt dann den Wert, der dahinter gespeichert ist. Auf die Art kann man eine Skizze ganz einfach gestalten, genauso leicht wie mit normalen Zahlenwerten. Der Vorteil ist aber, dass man später an einer Stelle diesen Parameter ändern kann und dann wird überall die Zeichnung aktualisiert, wo dieser Parameter drinsteht. Wie gesagt, klang jetzt vielleicht komplizierter als es ist. Wir gehen es gerade mal am Beispiel des Schnurlaufrads zusammen durch. Also, wir hatten hier dieses Schnurlaufrad modelliert. Falls du das noch nicht gesehen hast, das war ein eigenes Video. Das kannst du hier rechts oben in der Ecke anklicken. Es wäre sinnvoll, zuerst das Video zu gucken und das Rad mit zu modellieren. Und dieses Rad hat jetzt verschiedene Eigenschaften. Zum einen hat es einen Radius, den haben wir benutzt, um mit dem Drehenwerkzeug das Ganze herzustellen. Dann hat es eine Dicke von hier nach hier. Dann hat es einen Versatz von dieser Fläche auf diese Fläche. Dann hat dieser Rand hier eine Breite. Dann hat das Loch hier einen Durchmesser. Und die Kerbe hier hat auch einen Durchmesser oder einen Querschnitt, würde man hier sagen. Und diese haben wir alle als Zahlenwerte eingegeben. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal anpassen, sodass wir das mit Parametern machen und dann wirst du sehen, wie leicht sich dieses Rad später in verschiedene Varianten ändern lässt. Wir tragen also zunächst mal unsere Benutzerparameter ein. In diesem Fall machen wir es jetzt nachträglich. Normalerweise würde man das bei der Zeichnung ganz am Anfang machen. Das heißt, man würde sich grob überlegen, welche Parameter brauche ich und dann würde man sie zu Beginn der Konstruktion festlegen. Ich habe hier oben diesen Button Parameter ändern, der ist normalerweise unter Ändern, Parameter ändern. Da ich den aber häufig verwende, habe ich ihn mir in die Symbolleiste gezogen. Das geht mit diesen drei Punkten hier und dann dem Häkchen bei an Werkzeugkasten fixieren. Dann landet der Button hier oben in der Werkzeugleiste. Ich öffne also jetzt diese Tabelle und jetzt gibt es hier verschiedene Parameter und wir wollen die Benutzerparameter. Ich sage hier Plus und dann nehmen wir mal den ersten Radius. Rad. In Millimeter soll der sein und den hatten wir mit 15 Millimetern angenommen. Der nächste Radius, den nennen wir dicke Rad. Man darf hier übrigens keine Leertasten verwenden. Das waren 4 Millimeter. Dann hatten wir Versatz, Fläche, das war 1 Millimeter. Dann hatten wir den Querschnitt der Kerbe, das waren 3 mm. Dann hatten wir die Breite des Rands, das waren 3 mm. Und wir hatten den Durchmesser der Bohrung, das waren 4 mm. So. Jetzt hätten wir also alle Parameter, die wir brauchen, angegeben. Jetzt gibt es allerdings noch eine weitere Stufe, die das Ganze noch praktischer macht. Wenn du dir jetzt mal überlegst, dass wir vielleicht dieses Rad dicker machen wollen, ja, dann würden wir also die Dicke des Rades verändern. Wenn wir aber die Dicke des Rades verändern, sollte sich ja eigentlich der Querschnitt der Kerbe auch verändern. Das heißt, im Grunde wäre es geschickt, wenn der Querschnitt der Kerbe irgendwie mit der Dicke des Rades verbunden wäre. Ja, wenn er also ein Verhältnis davon wäre. Wir haben das jetzt von Hand gemacht. Wir haben gesagt, die Dicke ist 4 und der Querschnitt ist 3. Wir könnten dafür aber auch eine einfache Formel aufstellen, damit sich das immer miteinander anpasst. Wir sehen jetzt ja im Grunde, dass der Querschnitt einen Millimeter kleiner ist als die Dicke.
Oder anders gesagt, der Querschnitt ist ein Viertel kleiner als die Dicke. Insofern können wir hier jetzt eine Formel aufstellen und sagen, die Dicke des Rades, Dicke Rad minus Dicke Rad durch 4. Ja? Die Klammer hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil Punkt vor Strich, ja, der Schrägstrich ist ja eigentlich ein Durch und diese Rechnung würde zuerst gerechnet, aber die Klammer stört auch nicht, sie macht einem das etwas klarer, dass zunächst die Dicke des Rades durch 4 geteilt wird, dann haben wir also ein Viertel davon und dieses Viertel wird von der Dicke abgezogen. Und hier hinten sehen wir jetzt den Wert, das ist nämlich jetzt wieder 3. So, jetzt machen wir OK. Und jetzt hat sich erstmal gar nichts geändert, denn wir haben jetzt nur diese Parameter angegeben. Damit sie nun jetzt tatsächlich angewendet werden, müssen wir zurück zu unseren Skizzen, die wir hier haben. Und die erste hier, oder die zweite Skizze hier, ist die Bohrung in der Mitte, mit der fangen wir mal an. Ich mache also einen Rechtsklick und klicke Skizze bearbeiten. Und jetzt habe ich hier die 4 mm, auf die klicke ich doppelt. Und jetzt schreibe ich einfach durch, fange ich an und jetzt schlägt mir Fusion schon die Parameter vor, die diesem Namen entsprechen. Ich klicke also Durchmesser Bohrung, klicke Enter, drücke Enter. Und jetzt steht da immer noch 4 mm, aber es ist eben der Parameter drin. Ich mache Skizze fertigstellen. Und damit du jetzt mal siehst, was da passiert, gehen wir jetzt nochmal hier oben zu Parameter ändern. Und jetzt ändern wir mal diesen Parameter Durchmesser Bohrung. Machen wir aus dem mal 8 mm. Und schon ist unser Loch größer geworden. Ich ändere das wieder zurück. Und wir probieren das jetzt mal mit der anderen Skizze. Wieder Rechtsklick, Skizze bearbeiten. Wir haben hier unten Doppelklick den Radius des Rades, Radius Rad. Wir haben hier die Dicke. Wir haben hier den Rand, Breite des Rand, breiter Rand. Und wir haben hier den Versatz. Und hier auch den Versatz. Du siehst, dass hier jeweils jetzt vor diesen Werten ein Fx steht. Das deutet an, dass dieser Wert eben jetzt berechnet wurde und nicht von Hand eingegeben. Beim Querschnitt der Kerbe steht das Fx noch nicht. Da haben wir es noch nicht gemacht. Das müssen wir jetzt noch machen. Ich tippe also QU, Querschnitt Kerbe. Drücke Enter. Und jetzt haben wir alle Eigenschaften mit diesen Parametern verwendet. Und machen Skizze fertigstellen. Wie gesagt, hat sich erstmal noch nichts geändert. Aber wenn wir jetzt eben die Parameter ändern, können wir unser Rad sehr schnell anpassen. Nehmen wir mal an, wir wollen das Rad anstatt mit dem Radius 15 mm nur mit dem Radius 10 mm konstruieren. Gebe ich also hier 10 ein und schon wird unser Rad kleiner. Dann wollen wir vielleicht den Rand anstatt 3 mm nur 2 mm haben. Und dann geht das. Ja? Im Grunde könnte man sich auch überlegen, ob man zum Beispiel zwischen dem Radius und der Breite auch ein Größenverhältnis macht. Wir hatten jetzt hier 10 zu 2. Das heißt, wir könnten hier vielleicht auch sagen, Radius durch 5 oder vielleicht auch durch 4. Also ein Viertel des Radius soll dieser Rand sein. Ja, vielleicht doch durch 5. So passt's. Ja, nehmen wir 4,5. Das ist jetzt rein eine Bauchgefühlentscheidung. Da habe ich jetzt keine Grundlage dafür, 4,5 zu nehmen. Es scheint mir einfach von der Breite zum Ganzen hier bei 4,5 am besten. Nun wollen wir mal noch testen, wie das mit dem Querschnitt hier ist. Wenn wir die Dicke ändern, machen wir mal aus der Dicke 6 mm. Dann ist das Ganze jetzt hier dicker geworden, aber immer noch hier im selben Verhältnis. Machen wir mal was Größeres draus, vielleicht 12 mm. Dann sehen wir also, dass sich sowohl der Rand als auch der Querschnitt der Kerbe als auch die Dicke des Rades ändert, sodass also dieses Verhältnis immer in einer vernünftigen Relation zueinander steht. Wir machen hier wieder 4.
Wir können nun also jetzt mit dieser Konstruktion sehr viele Varianten dieses Rades erstellen, indem wir einfach hier einen Rechtsklick machen und sagen Kopieren. Dann werden wir gefragt, wo wir hinspeichern wollen. Dann sagen wir Kopieren. Und jetzt haben wir hier eine zweite Variante drin. Die nennen wir jetzt um, also Rechtsklick umbenennen und sagen hier Schnurlaufrad Variante 2.1, sagen wir mal 10 mm Radius. Und bei dem hier, den benennen wir um und sagen 15 mm Radius. Auf diese Art können wir also mit diesen Parametern sehr schnell die Konstruktion verändern, zum Beispiel auch um verschiedene Varianten zu testen, ohne dass man immer überlegen muss, an welcher Stelle in der Zeichnung oder in der Skizze man denn diesen Wert eingetragen hat. Ich hoffe, das Video hat dich ein bisschen weitergebracht und wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren.